Hallo Leute, ich werde immer mal wieder gefragt, wenn ich mir ein Tablet von Apple kaufe, wie sieht es denn aus, mit welchem Stift soll ich nehmen? Gut, es gibt natürlich die besagten Apple-Stifte, wie gesagt, Apple Stift Pencil One ist fürs normale iPad geeignet. Der zweite Pencil ist für iPad Air 4 oder für die Pros geeignet, das ist dann der Pencil 2. Oder man nimmt was ganz anderes, man nimmt einen schwarzen Stift. Zu dem komme ich aber gleich. Gut, wichtig ist mal vorab, mit den Stiften von Apple macht man eigentlich nichts falsch. Sagen wir mal, sie sind hervorragend, drucksensitiv und so weiter. Einfach nur teuer. Das ist das Problem. Also das heißt also, ich habe einen Pencil, der kostet ca. 140 Euro für mein Pro oder fürs R4 und ja, ist ein stolzer Preis für so ein Stiftchen mit einer Batterie drin, den man dann irgendwann mal wieder wegschmeißen kann. Der Pencil 1 für die normalen iPads mit Homebutton, also man sieht es hier unten jetzt nicht so, die, sage ich mal, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, kann man hier unten anstecken und dann laden. Oder mit einer Dockingstation, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das ist halt, sage ich jetzt mal, die günstigere Variante, kostet halt irgendwie um die 99 Euro. Auch nicht gerade, naja, günstig, sagen wir es mal so. Ich habe mir dann mal überlegt, gibt es denn wirklich einen vernünftigen Stift, der, mit dem man vernünftig schreiben kann? Also das ist nicht so einfach, weil viele haben hier oben einen Metallstift. Jetzt da. Hier. Das heißt also, ist es nicht so ideal. Und jetzt steckt meine Lampe aus. Das ist ja mal das super. Dann schalte ich sie ab, vielleicht geht es ja dann trotzdem, ja, hält sich in Grenzen. Gut. So, dann gibt es, wie gesagt, vielleicht nicht so lang, diese anderen Stifte, die haben vorne eine weiche Kappe. So, wie schlagen die sich? Ah ja, ich habe es ja kurz einem Vogel, der auch gerne mal mitsprechen möchte. Ich hoffe, es stört nicht so, nicht so sehr. Ich kann ihn an der Seite positionieren. Das heißt also, er klebt genauso dran an bei den Pros und beim Vierer magnetisch. Er wird halt nicht induktiv geladen. Ich glaube, ich lasse ihn frei. Okay, gut. Das ist jetzt nun mal das. So. Was ich machen kann, ich kann ihn hier oben einschalten, dann leuchtet ein blaues Lämpchen, man sieht's, jawohl, und dann kann ich loslegen. Das war, ich gehe jetzt mal näher ran und dann kann ich meine Hand genauso wie den anderen drauflegen und kann hier ganz normal schreiben. Also funktioniert auch ohne große Lags, das heißt also wie bei einem Apple Pencil. Auch. Und jetzt kann ich, den Spaß, jetzt gehen wir nochmal zurück, ich kann jetzt genauso da weiterschreiben und kann auch hier weiterschreiben. Heißt also, ich habe die Möglichkeit, auf drei Tablets durchgängig zu schreiben. Ich gehe jetzt mal davon aus, es hat kaum einer drei Tablets auf dem Platz liegen und schreibt damit mit einem Stift. Und er ist überall wirklich perfekt vom Schreibgefühl her. Deswegen also wirklich empfehlenswert. Was aber nicht geht, und das ist mir dann mal aufgefallen, ich wollte dann mit dem 2er Pencil auch weiterschreiben, das geht nicht. Das heißt also, ich kann ihn seitlich ranhängen, dann wird er aktiviert und dann kann ich hier genau ausschreiben. Geht natürlich genauso. Aber dann geht der Knabe nicht mehr.
Gut, auch diese Sache wird natürlich kaum einer dazukommen, weil entweder ich kaufe mir den Stift oder den Stift. Dass ich beide gleichzeitig verwende, ist eigentlich eher aus sehr selten. Aber wie gesagt, das geht dann nicht. Und das Problem ist jetzt, ich kriege ihn auch nicht mehr dazu, dass er, auch wenn ich ihn ein- und ausschalte, dass er wieder hier schreibt. Und das geht auch nicht. Heißt, was ich machen muss, ist, ich gehe hier rein, gehe in den Flugmodus, warte kurz, gehe wieder raus. Auch es nützt auch nichts, wenn ich Bluetooth oder WLAN ausmache, das funktioniert nicht. Warum auch immer. Und erst dann kann ich ihn wieder einschalten und erst dann schreibt er wieder. Ja, das ist das Ganze. Wie gesagt, zum Zeichnen nicht so ideal. Da würde ich auf jeden Fall auf den Stift von Apple gehen. Aber zum Schreiben in GoodNotes, in NoteShelf, in Notability auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite her für die 30 Euro. Das ist locker wert. Und er hat ein tolles Schriftbild. Also ich bin wirklich begeistert. Und für 30 Euro kann man nicht viel verkehrt machen. Also wer keine 140 oder 99 Euro ausgeben will, und er geht bei allen drei Tablets, heißt also bei den älteren Modellen und bei den neuen Pros und R4 funktioniert er auch. Heißt also, ich kaufe mir einmal einen Stift für 120 Euro und kann ihn dann eigentlich durchgängig auf allen Geräten, wenn ich mal upgrade auf den Pro, nutzen. Ja, das wollte ich euch nur zeigen und mein Vogel auch. Aber wie gesagt, empfehlenswert. Ich werde ihn unten noch verlinken, den habe ich jetzt von Amazon mehr gekauft. Der MPO und begeistert von diesem Stift. Und er verkratzt, weil er eben nichts Metallisches hat hier, nicht die Oberfläche vom Glas. Ich wünsche euch noch was. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. So, das ist der Rabauke. Das ist Vogel. Wir haben noch keinen Namen. Aber Vogel finde ich einfach hervorragend. Gehen wir noch näher ran. Das ist der, der hier dauernd die Aufnahmen stört. Aber Vogel ist einfach ein ganz normaler Wellensittich. So, das war's schon. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Wünsche euch noch was. Ciao.